Gottfried Sperl von den Freiheitlichen aus der Steiermark. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Mitglied der Bundesregierung, geschätzte Zuhörer und Zuseher, Kolleginnen und Kollegen. Ich bringe einen Entschließungsantrag der Bundesräte Jürgen Schaphüttel, Gottfried Sperl, Dominik Reisinger, Magister Dr. Michael Schilchecker und weiterer Bundesräte betreffend. Bundesheer, Sicherheit ist auch etwas wert. Wir diskutieren derzeit zwar über das Transparenz-Datenbankgesetz. Dieses Gesetz zielt aber auch darauf ab, Kontrolle und Effizienz des Ressourceneinsatzes weiter zu erhöhen. Österreich bekennt sich zu einem nachhaltigen Budget- und Finanzpolitik, die Spielräume für die Schwerpunktsetzungen erlaubt. Eine solche Schwerpunktsetzung, welche auch verfassungsmäßig geboten ist, ist auch die Sicherstellung eines ausreichenden finanziellen Ausstattung des österreichischen Bundesheeres. Die Bundesräte Jürgen Schaphüttel, Gottfried Sperl, Dominik Reisinger, Magister Dr. Michael Schilchecker und weitere Bundesräte stellen daher folgenden Entschließungsantrag. Der Bundesrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass im Hinblick auf die Investitionsrückstau des österreichischen Bundesheeres im Bereich der militärischen Ausrüstung, Gerät- und Kaserneninfrastruktur das Ziel der Fortschreibung des Aufwärtstrends der letzten Jahre beim Bundesheer im Sinne des Allparteienantrags vom November 2015 weiterverfolgt und budgetäre Ausstattung in der Höhe von 2,6 Milliarden Euro für das Jahr 2020, dies auf Basis des Bundesfinanzrahmengesetzes, zuzüglich der bereits genehmigten bzw. in Umsetzung befindlichen Sonderinvestitionspakete Hubschrauber und Mobilität und 3 Milliarden Euro für das Jahr 2021 vorgesehen wird. In den weiteren Jahren sind die notwendigen budgetären Mittel zur Verfügung zu stellen, um einen verfassungskonformen Zustand des österreichischen Bundesheeres zu gewährleisten. Große Beschaffungsvorhaben, wie zum Beispiel Flugzeuge für die Luftraumüberwachung, sind durch weitere Investitionspakete zusätzlich zum Regelbudget abzudecken. Geschätzte Damen und Herren, dieser Antrag ist getragen von der Verantwortung für unser schönes Österreich, und das gilt es zu erhalten und zu verteidigen. Und dazu ist es notwendig, unserem Verteidigungsministerium, dem Bundesministerium für Landesverteidigung, mit den entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten. Schon die einzige Bundesheerreformkommission unter der Leitung von Dr. Zilk, während Sie glauben, 15 Jahre ist es her, im Jahre 2004, hat damals festgestellt, ich zitiere, in seinem aktuellen Status ist das Bundesheer nur eingeschränkt in der Lage, den steigenden Anforderungen internationaler Operationen gerecht zu werden. Zitat Ende. 2004. Weiters heißt es damals in den Empfehlungen, die budgetäre Bedeckung so vorzunehmen, dass der Anteil für Investitionen mittelfristig auf 40% des veranschlagten Budgets für das BMLV erhöht werden soll. Wir sind weit davon entfernt. Weiters hat der Dr. Zilk damals auch gesagt in seiner Einleitung bei der Präsentation, dass eigentlich das Budget für das Bundesheer 1% des BIP sein sollte. 1% waren etwa 4 Milliarden Euro derzeit. Ja, dass wir wissen, von welcher Größenordnung. Der nun vorliegende Antrag soll eigentlich in der Weiterführung des allparteilichen Antrags aus dem Jahre 2015 zur Verwirklichung gelangen. Bundesminister Doskozil und dann in weiterer Folge der Bundesminister außer Dienst Kunasek haben diese Entwicklung vorangetrieben und dann ist leider, muss ich sagen, von der ÖVP immer wieder blockiert, auch den ursprünglichen Budgetpfad wieder eingebremst, sodass gerade mal gelungen ist, hier diese 181 Millionen herauszuholen und das Hubschrauberpaket und Mobilitätspaket zu verhandeln. Es ist nun notwendig, die Weiterentwicklung des Heeresbudgets für die Zukunft sicherzustellen.
Sie von der ÖVP haben nun die Chance, diesen Entschließungsantrag heute Ihre Zustimmung zu geben und so Ihren Lippenbekenntnis für das Bundesheer hier auch endlich einmal Taten folgen zu lassen. Ja. Geschätzte Damen und Herren, ich war 44 Jahre beim österreichischen Bundesheer. Und dieser schlechte Zustand, worüber jetzt gesprochen wird, wir können die Fahrzeuge nicht mehr reparieren, das ist nicht neu. Ich kenne das schon lange. Ich war in der Logistik tätig. Und ich hoffe, dass jetzt mit diesem Paket das jetzt weiter fortgesetzt wird und auch in der Zukunft mit der neuen Regierung für uns zur Verbesserung fortgeführt werden kann. Danke. Gottfried Sperl von der FPÖ Steiermark bringt einen Entschließungsantrag zum Bundesheer ein. Das Bundesheer brauche eine entsprechende finanzielle Ausstattung.